Hi zusammen, Ingo hier. Ich weiß, ich sehe aus wie der letzte Zusel und Hotzenplotz und so. Und genau das wird sich jetzt ändern. Ich habe nämlich mir eine eigene Challenge gesetzt im Januar, als ich angefangen habe, hier im Ruhrgebiet nach einer Wohnung zu suchen. Da habe ich mir nämlich gesagt, ich rasiere mich und schneide mir erst die Haare, erst dann wieder, sobald ich eine Wohnung gefunden habe und eingezogen bin. Und genau das ist jetzt passiert. Also, guck mal, Ingo ist wieder da. Ja, da ist er ja wieder. Hi zusammen, Ingo hier. Neue Umgebung, wie versprochen. Ich habe auch zwei Kameras heute mal mit dabei, einfach mal, um einen Vergleich zu zeigen. Das ist eine Spiegelreflexkamera und das ist mein Handy. Und ich werde das versuchen, nachher so ein bisschen anzupassen. Wie auch immer, völlig egal. Ich bin wieder da. Ich bin am Schwitzen, weil es ist warm. Ich habe einen Sonnenbrand. Ich war gestern nämlich den ganzen Tag unterwegs. Ich mache heute keine richtige Buchvorstellung. Es gibt eine Art Haul. Ich habe ein paar Bücher gekauft, was ich eigentlich nicht vorhatte. Ich hatte die Kamera dabei und noch so ein paar Impressionen. Und der eigentliche Sinn und Zweck dieser Übung ist ein Thema, über das ich ganz kurz mit euch sprechen wollte. Und zwar ein Thema. Ich hätte mir vorher ein Konzept machen sollen und nicht einfach drauf loslabern. Ich möchte die Gelegenheit hier heute nutzen, in diesem Video darüber zu sprechen, wo ich zurzeit meine Bücher kaufe, gebrauchte Bücher kaufe. Da ich ja jetzt gerade ganz frisch umgezogen bin und ich es nicht finanziell so wahnsinnig dicke zurzeit habe, bin ich Second-Hand-mäßig einkaufen gewesen und habe dort in den Läden, wo ich halt auch Möbel und sowas gekauft habe, unter anderem auch Bücher gefunden. In richtig guter Qualität und jetzt nicht nur so ein Nischenregal oder so, sondern ja, ihr werdet es gleich sehen. Ich habe ein paar Aufnahmen gemacht. Ich habe auch schon auf Facebook und auf Instagram ein paar Sachen gepostet. Ja, kann ich wirklich nur empfehlen. Da nehme ich euch mit hin und da erzähle ich noch mal ein bisschen was zu, weil mir das momentan so am Herzen liegt. Ja, ich habe natürlich da auch eingekauft, Bücher gekauft, was ich eigentlich überhaupt nicht vorhatte. Eigentlich wollte ich ja, völlig egal. Ich wollte was kaufen für die Wohnung und es sind Bücher geworden. 8 Stück. Manchmal, man darf sich nur nicht wehren. Guten Morgen, Internet. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil ich bin schon spät dran. Ich nehme euch nämlich gleich mit auf eine kleine Spritztour. In dem Video geht's um die Frage, die mir in den letzten Tagen und Wochen häufiger auf BookTube auch begegnet ist: Wo kaufe ich meine Bücher? Wie kaufe ich meine Bücher? Die einschlägigen Seiten wie Amazon und die ganzen großen Shops und die Gebrauchtbörsen wie Rebuy und wie sie alle heißen, klammere ich jetzt mal aus. Sondern ich zeige euch mal Alternativen, die ihr auch bestimmt in der Nähe habt. Ich muss mich beeilen, der Bus kommt gleich. Offene Bücherschränke befinden sich meistens an öffentlichen Plätzen, sind jederzeit zugänglich, völlig kostenlos, anonym
und man kann spontan Bücher tauschen bzw. auch einfach nur mitnehmen. Ob man sie jetzt tatsächlich zurückbringt, behält, tauscht oder nicht, entscheidet jeder Nutzer für sich selbst. Meistens sind es speziell gebaute oder umgebaute, allerdings auch wetterfeste Bücherschränke. Die Telefonzelle hier neben der ehemaligen Schule steht seit 2014. Der Werkhof kaufte und baute die ausrangierte Telefonzelle von der Telekom, glaube ich, auf und bestückte sie zu Anfang und kümmert sich seitdem auch tatsächlich um Bestand und Pflege. Und ich hoffe, wenn das hier einer vom Werkhof sieht, macht mal wieder was. Ja, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil einige Leute benutzen das Ding hier wohl irgendwie als Müllumladestation. Das ist hier direkt neben einer Schule und warum stellt hier jemand dann irgendwie 5 Ausgaben von Heinz G. Konsalik rein? Ich habe aber auch schönere Sachen gefunden, und zum Beispiel Nick Hornby, Long Way Down. Und das Schweigende Lämmer von dem guten Thomas Harris. Was habe ich nachgesehen? Joy Fielding steht hier oben halt mit drin. Irgendwie unten gibt es eine gebundene Ausgabe von Gorky Park. Ich weiß nicht. Da gibt es irgendwo einen ADAC-Autobahnführer oder so ein Quatsch. Muss ja nicht sein. Also die beiden Bücher werde ich nicht mitnehmen, weil die habe ich. Ja. Da ist der ADAC-Autobahnführer. Was? Also. Ja. Ich muss mal ein bisschen ausholen. Mir ist es rein finanziell nicht möglich, jeden Monat oder jede Woche in den Buchhandel zu gehen und mir da die allerneuesten Veröffentlichungen zu kaufen. Ob das jetzt ein Hardcover ist, ob das jetzt ein Taschenbuch ist oder eine Klappbroschüre, weiß der Geier. Geht momentan überhaupt nicht. Und in Vergangenheit habe ich dann halt die ganzen Online-Gebrauchthändler, diese Tauschbörsen, ne, kennen wir ja alle, abgeklappert und da halt gekauft. Und ja, da tut man halt einem Autor oder einem Verlag halt auch keinen Gefallen mit. Das ist dann halt immer so das notwendige Übel. Jetzt zieht es gerade, ich habe Durchzug, aber egal. So, jetzt kommt der Schlenker. Ich habe ja hier meine Wohnungseinrichtung wegen dem Umzug und so. Da musste ich halt auch jeden Cent 3-4 Mal umdrehen. Und habe mich dann entschlossen, ich gehe mal Secondhand Möbel gucken. Und habe dann festgestellt, das ist gar nicht so schlimm, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich muss da fairerweise zu sagen, ich hatte da echt Berührungsängste mit. Ich habe gedacht, boah, so Secondhand, gerade Möbel, so eine Couch oder irgendwie sowas, wer weiß. Ne? Muss ich mir das dann halt auch in eine Wohnung stellen und bin dann über meinen eigenen Schatten gesprungen und bin dann mal halt in so einen Laden gefahren. Wir haben hier in Hagen den Werkhof, da habe ich mich vor irgendwann in den Ende der 80er oder so mal für ein Praktikum beworben. Das ist halt auch so ein Kulturladen gewesen mit Konzertveranstaltungen. Da gab es auch ein Tonstudio, da hatte ich mich für ein Praktikum als Toningenieur mal beworben. Von daher kannte ich den Laden. Jetzt ist seitdem viel passiert. Der Werkhof, ehemals Hagen-Hohen-Limburg, ja, der floriert, ne? Also es gibt mittlerweile 3 Standorte. Und ich war in den letzten Wochen häufiger in den einzelnen Filialen, auch hier in Witten. Ich war auch in Dortmund in solchen Secondhand-Läden. Und da gibt es halt auch Bücher zu kaufen. Da gibt es halt so viel mehr, ne? Also wenn man mal eine Wohnungseinrichtung komplett braucht, Tipp. Ich habe euch ja mitgenommen und habe euch mal so ein paar Exponate gezeigt. Das ist halt jetzt alles Secondhand, was ich euch da, glaube ich, gezeigt habe. Aber hochwertig
in Schuss gebracht, verfeinert. Da gibt es auch ganz normale Möbel für einen schmalen Geldbeutel. Wie gesagt, ich habe fast meine komplette Wohnungsanrichtung da gekauft. Tipp. Absoluter Tipp. Und Bücher. Wir drehen jetzt mal eine Runde durch den Werkhof in Hagen-Hohen-Limburg. Wenn ihr jetzt, Quatsch, Hohen-Limburg, in Iserlohn ist der Laden. Wenn ihr jetzt denkt, boah, im Ruhrgebiet, da gibt es so große Läden und so. Ich spreche von Iserlohn. Iserlohn ist ein Kaff im Sauerland. Guckt einfach mal, falls euch das interessiert. Guckt doch einfach mal bei euch irgendwie in der Stadt. Ihr werdet mit Sicherheit sowas Ähnliches haben. Vielleicht sind die da nicht so gut sortiert. Vielleicht sind die da sogar besser sortiert. Ich weiß es nicht. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht in Dortmund in dem Laden. Da gab es, ich glaube, so zwei Bücherregale, wie ich sie hier halt stehen habe. Das war's. Und wie gesagt, in diesem Kaff in Iserlohn, ihr werdet es jetzt sehen. Da wünsche ich euch ganz viel Spaß und mal gucken, was ich gleich noch drehe. Der Werkhof in Hagen hat sich Integration und Beschäftigung auf seine Flagge geschrieben. Ich muss mal ein bisschen ausholen, ein bisschen was zu dieser Geschichte des Werkhofs erzählen, weil ich finde das sehr interessant. In den 80ern sollte mitten in der Stadt in Hagen ein riesiger Gebäudekomplex, und zu der Zeit war das nicht nur ein Gebäudekomplex, sondern es war einfach eine Ruine, umgebaut werden in ein Kulturzentrum. Und das, wie gesagt, in den 80ern, in einer Zeit, als die Arbeitslosigkeit regelrecht explodierte und viele Menschen ins soziale Abseits halt stellte. Und auf einmal entstanden Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze im Bauhandwerk und auch im Kaufmännischen. 3 Jahre lang hat das Ganze gedauert, bis 1987 das Kulturzentrum Hohen-Limburg e.V. endlich seine eigentliche Arbeit aufnehmen konnte. Und so ist aus diesem Kulturzentrum halt so viel mehr entstanden. Der Werkhof versucht jetzt halt, Leute halt wieder in den Arbeitsmarkt zu bringen, Integration dazu schaffen. Es werden sozial benachteiligte Menschen gefördert. Es gibt mehrere Standorte in Halver und in Iserlohn. Außerdem gibt es halt Arbeits- und Ausbildungsprojekte im Sozialen, im Handwerklichen, Städtebau, Recycling, Medien und so weiter und so fort. Und 1998 wurde auch noch ein Möbellager übernommen und jetzt steht der Werkhof in Hagen in einer ehemaligen Bonbonfabrik und das Ganze schimpft sich Sozialkaufhaus, in dem halt Langzeitarbeitslose Beschäftigten und auch Qualifizierung halt erfahren. Außerdem gibt es auch noch eine Spielzeug-Reparaturwerkstatt, ein Projekt für Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen und auch Textilwerkstätten. Der Werkhof ist halt gemeinnützig, heißt, er darf nichts selbst kaufen. Alles, was ihr hier seht, ist entweder selbst hergestellt oder es ist gespendet worden. Wenn ihr solche Ideen cool findet oder auch unterstützen möchtet, vielleicht einfach mal beim nächsten Umzug oder bei der nächsten großen Entrümpelungsaktion mal an solche Organisationen denken und dann halt auch mal spenden. Die werden da halt, ihr seht das ja, also die werden halt aufpoliert und gesäubert und gemacht und getan. Ich finde das eine wahnsinnig coole Sache. Ich habe momentan leider nichts zu spenden, sonst hätte ich das längst getan. Vielleicht sieht man jetzt hier meinen Aufruf dann halt Spende. Eigentlich habe ich einen kleinen Beistelltisch gesucht. Da kann man auch was draufstellen. Puff. Ja, völlig in loser Reihenfolge. Ich greife mal einfach nach oben. Habe ich mir zum Beispiel gekauft. Schönen Gruß an Toto. Ich bin ja mal echt gespannt auf diese ganzen Island-Krimis. Und ich habe da so ein bisschen Blut geleckt. Wie gesagt, Thorsten ist schuld. Schönen Gruß an der Stelle. Bin ich wahnsinnig drauf gespannt. Und das ist echt, also wie alle anderen Bücher auch, die sind alle top in Schuss. Dann habe ich vor ein paar Monaten mit der lieben Frenze zusammen A Long Way Down, im Januar, glaube ich, war es, gelesen von Nick Hornby. Und
Ich hatte auch High Fidelity, oder steht irgendwo da hinten im Regal. Und dann bin ich durch Zufall hier About a Boy darüber gestolpert. Hat so ein paar Lesemacken und ja, Rillen. Da bin ich aber nicht so wählerisch. Da freue ich mich auch wahnsinnig auf das Buch. Dann mal wieder einen Dean Koontz. Auch ein etwas Neueres, das ich noch nicht kenne. Ist ein bisschen vergilbt. Aber kann ich auch mit lesen, leben, lesen. Oh, von 1987, doch nicht so neu. Da freue ich mich drauf. Dann, tada, Lee Child, Jack Reacher. Ich hatte die ersten drei Jack Reacher-Romane damals in Englisch da, ist allerdings eine Weile her, und jetzt mein erster Lee Child, Jack Reacher in Deutsch, bin ich mal drauf gespannt, auch schon älter. So, dann Premiere für mich. Ich habe mich lange vorgedrückt und ich ahne es. Mein allererster Hohlbein, das wird bestimmt Teil 53 von 78 sein oder so, ich habe keine Ahnung. Ja, habe ich einfach mitgenommen. Auch top in Schuss, ja gut, was heißt top in Schuss? Also, als wenn man sich ein Mängelexemplar kaufen würde. So ein paar Rillen, ich weiß nicht, ob man das überhaupt sieht, aber ansonsten nicht vergilbt oder so. Dann, ja, auch eine Premiere für mich, Jack Ketchum. Ich versuche es mal. Ich habe so das Gefühl, es ist nicht so meins. Aber ich glaube, es hat 270 Seiten, 288. Wenn es mir nicht gefällt, geht es im Bücherschrank oder so. Ja. Da ist übrigens noch ein Flyer mit drin gewesen. Oder hier. Also das ist nicht einmal gelesen worden. Das stand wohl schon ein paar Jahre irgendwie im Regal, weil es ist ein bisschen angegilbt. Aber da der Flyer drin ist, es ist keine Leserille drin, es ist nichts dran an dem Buch. Ja. Dann, wie sollte es anders sein? Der gute Herr Stefan König mit, was ist das hier, Desperation und Regulator, Regulator, was weiß ich. Mein Gott. Mein Gott. Ja. So, und dann, nicht umfallen. Jetzt habe ich mir ein Buch gekauft. Nur weil gefühlt jeder auf BookTube dieses Buch hat und von diesem Buch schwärmt. Ich lasse mich mal überraschen. Die gute Frau Funke mit Tintenherz. Lass uns mal überraschen. Ja, das war meine Auswahl. Das waren 8 Bücher, auch Hardcover dabei. Und wie es in dem Laden üblich ist, 50 Cent pro Buch. Ist das nicht geil? Ja, ich habe euch ja jetzt so ein paar Impressionen gezeigt, wie es in so einem Laden aussieht, was es da für Sachen gibt. Ich habe euch natürlich nicht alles gezeigt. Wechseln Sie den Akku. Da war der Akku leer. Ja, das ist hier das Krankenhaus. Und am Ort. Und da ist der nächste Bücherschrank. Yay. Und es ist 6 Uhr. Der Schrank hier auf dem Marienplatz steht seit 2012, wurde gesponsert durch die gemeinnützige private Mercator-Stiftung.
ich da gerade reingestellt habe. Fand ich sehr gut sortiert. Der Zustand der einzelnen Bücher ist auch viel, viel besser als da in Hefen. Zum Beispiel hier das Ludlum. Also das ist Vorkontat. Ja, jeden Tag eine gute Tat, ne? Ich finde die Idee mit dem Bücherschränken eine wahnsinnig gute Idee. Der große Kirchplatz, auf dem ich jetzt gerade das Stephen King Buch zum Beispiel hingestellt habe, der Kasten ist halt von außen total unscheinbar, was finde ich ein bisschen schade. Da gibt es schönere Lösungen. Dafür sind die Bücher, die da drin stehen, top in Schuss. Teilweise neu, vielleicht einmal gelesen. Der ganze Platz und halt auch dieser Kasten, steht auf so einem Zettel dabei, wird auch halt Video überwacht, von daher Vandalismus taucht da jetzt gar nicht auf. Das war auf diesem ehemaligen Schulgelände ein bisschen anders. Idioten gibt es überall. Und eventuell bin ich gleich nochmal unterwegs. Schmeiße ich euch mit Impressionen des Abends raus. Ich fahre jetzt nach Hause. Ich bin fast da. Und eventuell gehe ich heute Abend noch raus. Eventuell. Und dann gibt es noch vielleicht ein, zwei Bilder von heute Abend aus Witten. Ja. Und ansonsten danke fürs Zugucken. Schreibt mir doch mal in die Kommentare unten rein, ob es bei euch auch solche offenen Bücherschränke gibt. Ob ihr auch schon mal in so Secondhand-Läden wart. Wie da eure Erfahrungen sind. Und ja, würde mich echt freuen. Und dann sehen wir uns in den nächsten Tagen bei einer Buchvorstellung. Ich weiß noch nicht ganz genau welche, aber da kommt eine. Okay. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis dahin, ciao. Und jetzt das große Finale. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Nein, ich mache nicht Markus Kafka nach. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Lesen. Und wir sehen uns im nächsten Video, was bald folgt. Ich muss noch ein bisschen da hinten aufräumen. Aber dann geht's los. Bücher stehen auch schon bereit, die ich euch vorstellen möchte, die ich gelesen habe in den letzten Monaten. Ja, gehabt euch wohl und bis demnächst. Ciao.